Herr in der Arena scheitert, dass sich das Volk, ihr also, von den Afterbällen erhebt, steht auf zur Rechten wie zur Linken, erhebt euch hier vorne wie dort hinten. Und begrüßet in dieser Arena heute am Tag des Herrn nicht nur seine königliche Hoheit, sondern auch die edle Dame Künfbeck, die so trefflich Sorge trägt, dass die Kunde von Kaltenberg in alle Welt gelangt. Aber besonders auch begrüßet gleich mit einem großen Beifall seine königliche Hoheit, Prinz Luitpold von Bayern. Grüß Gott zum 41. Kaltenberger Ritterturnier im 43. Jahr dieser Veranstaltung. Ich freue mich, dass so viele Gäste wieder da sind. Viele von Ihnen waren ja schon hier in den letzten Jahren, der eine oder andere als Kind, jetzt vielleicht in der zweiten oder vielleicht sogar schon in der dritten Generation. Ich möchte mich bedanken bei allen Künstlern, die hier mitmachen, bei jedem Wetter, bei Hagel, bei Sturm, bei Schnee, zum Teil auch bei brütender Sonne. Wenn man in der Rüstung mal 80 Grad erlebt hat, dann weiß man, was das Ritterturnier bedeutet. Ich möchte mich auch bedanken bei den vielen hinter den Kulissen, die hier helfen, in der Gastronomie, in der Sanität, in der Sicherheit, alle, die dazu beitragen, dass diese Veranstaltung stattfindet. Und nicht zuletzt bei der Unterstützung bei der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Wir haben heute die Prämierung des Gauklerkönigs dieses Jahres. Und wir haben, weiß Gott, eine tolle Wahl. Ich gebe weiter der Künfbeck von der Augsburger Allgemeinen Zeitung, um die Preisträger bekannt zu geben. Ja, vielen Dank, Prinz Luitpold. Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, von meiner Seite auch ein herzliches Grüß Gott. Ich möchte mich gleichzeitig bei Ihnen bedanken, dass Sie alle oder sehr viele von Ihnen abgestimmt haben bei uns auf der Seite der Augsburger Allgemeinen und somit unseren diesjährigen Gauklerkönig gekürt haben. Mit ganz großem Abstand ist es die Gruppe Hypnotica, die Feuerkünstler. Herzlichen Glückwunsch an den Gauklerkönig 2023, der zum ersten Mal diesen wichtigen Titel tragen darf.
Hypnotiker haben ihren Auftritt immer als letzten Auftritt in der Arena. Und wer noch nie erlebt, dass die Gauchernacht um 1 Uhr nachts ein voll gefülltes Stadion hatte. Also es waren nachts etwa gut 10.000 Leute hier in der Arena und haben die Show angeschaut. Und auch bei den anderen Abenden war die Arena eigentlich fast immer voll. Das ganze Gelände war leer und das zutiefst mitten in der Nacht. Also wirklich unglaubliche Leistung. Wer die Show gesehen hat, ich glaube, es ist beeindruckend. Das Turnier nehmen wir den Anfang. Thank you.
hatte Melvas, der Statthalter des Königs, mit seinem Gefolge auf die Empore des Schlosses. Anscheinend gibt es wichtige Neuigkeiten. So sind wir gespannt, was es zu verkünden gibt. Seid mir willkommen, edle Ritter und tapfere Kämpfer des Reiches. Glücklich bin ich, euch hier zu sehen, denn das bedeutet, dass wir wehrhaft sind. Und das müssen wir in diesen Zeiten auch sein. Wie ihr wisst, ist unser guter König Lienhard mit einem Teil unserer Armee, unserem Freund und Nachbarn König Franz, zur Hilfe geeilt, um ihm im Kampf gegen die üblen Horden, die sein Reich überfielen, beizustehen. Ich habe euch rufen lassen, denn ich erwarte eine Nachricht unseres geliebten Königs, welche wichtig für uns und das ganze Reich. Und dort sehe ich des Königs reitenden Boten kommen. Und dieser Bote ist niemand anderes als Ritter Seyfried selbst. Gutes Volk zu Kaltenberg, jubelt für unseren Helden! Eine gefährliche Reise hat er hinter sich, um uns des Königs Nachricht zu überbringen. Seid mir willkommen, Ritter Seyfried. Und sagt uns, welche Botschaft des Königs bringt ihr? Ich hoffe doch, es ist eine gute. Wie man's nimmt. Ihr sollt wissen, dass eure Zeit als Statthalter sich dem Ende nähert. Denn ich werde euch alsbald nachfolgen. Was? Wieso? Weil ich es will. Hier ist die Nachricht, auf die ihr so lange gewartet. Und die ihr so sehnlichst zu erhalten wünschtet. Einen Medikus! Wir brauchen einen Medikus! Ein Attentat auf Melvas? Welch hochlose Tat von Ritter Seyfried! Seyfried, des Königs bester Mann! Ja, dieser Freund, was sage ich? Sein zukünftiger Schwiegersohn! Wie kann das sein? Warum hat er sich zu einem Feind des Reiches gewandelt? Ich muss gestehen, ich ringe um Fassung. Du tut doch etwas, fasst ihn! Das ist... So eine Flucht hat die Welt noch nicht gesehen. Entkommen ist der Mörder! Zwar hat die Leibgarde Melvas sogleich die Verfolgung aufgenommen. Doch die anderen Kämpfer halten nur Maulaffen fein. Was ist denn in euch gefahren? Schweigt Stille! Ich verspreche euch, nicht lange wird es dauern und der Leichnam des Verräters wird vor den Toren der Stadt baumeln. Nehmt Aufstellung! Ab sofort ist es eure Aufgabe, diesen Hund zu fangen und seine gerechte Strafe zuzuführen. Sputet euch! So durchkämmte die Leibgarde Melvas alle Landstriche. Aber immer kamen sie zu spät. Und Seyfried begnügte sich nicht damit, hier und da etwas Essbares zu ergaunern. Die Betroffenen berichteten, dass er mit einer größeren Bande von gut ausgebildeten Kämpfern seine Überfälle unternahm und dabei äußerst brutal vorging. Und so machte sich eine Angst im Reich breit. Und der Hass auf den vorher so beliebten Ritter Seyfried wuchs schneller als eine Pestbeule am Hintern. Die Menschen fühlten sich nicht mehr sicher. Allenthalben waren Landbüttel unterwegs, verteilten Steckbriefe und riefen die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit auf. Ach, welch wunderschöner Tag für eine Hochzeit! Der gute Ritter Lachs wird heute mit dieser wunderschönen Dame vermählt. Und ich hoffe, gemeinsam haben sie dann zumindest normalwüchsige Kinder. Ach, welch schöne Braut. Ritter Lachs, der Angst vor Pferden hat, aber ein sehr guter Schwertkämpfer ist. Wohingegen sein Freund Lux ein Meister der Reitkunst ist. Aber zu Fuß ist er nicht zu gebrauchen.
Nun, liebes Brautpaar, ah, Sie haben nur Augen füreinander. Liebes Brautpaar, dieser Tanz ist für euch. Ein schönes Bild. Ui, und Ritter Lux wird uns doch nicht etwa mit seiner Reitkunst beehren. Zutiefst verstört. Man kümmert sich um die Verletzten.
Lachs bemüht sich, seine Braut zu trösten, als plötzlich Ritter Seifried erneut erscheint. Freunde, zu Kaltenberg, endlich finde ich euch. Nein. Doch, ich bin's. Ah, hat er noch nicht genug? Will er sich noch ein paar Beulen abholen? Ich bin fassungslos. Was soll der Sinn des Ganzen sein, ne? Noch dazu ohne seine üble Kumpane. Greift ihn euch, Männer! Wartet, ich will euch nichts. So halte doch ein. Was macht ich euch denn? Dass ihr mich so bedrängt. So hört euch den an, was ihr euch nadelt. Muss ich eure Schandtaten noch einmal aufsehen? Schandtaten? Nachricht bringe ich von unserem geliebten König. Nachricht? Das ist meine Nachricht für dich. Wartet! Ich... Das war euer größter Fehler, noch einmal zurückzukehren. Halt! Wartet, Freunde! Hör auf! Jener hier ist nicht der andere dort. Nicht nur, dass dieser hier unverletzt ist, nein, ich folgte jenem, dem wir für Ritter Seifried hielten, und wurde heimlich Zeuge, wie er sich mit Melvas, unserem Statthalter, traf. Ja, mit Melvas! Sie schienen mir wohl vertraut und allerbester Name zu sein. Das heißt, Seifried, du bist doppelt, und dein doppeltes Ich ist Werkzeug von Melvas. Das gibt's doch nicht, herzlich willkommen. Hört mich ab, Freunde. Melvas scheint eine große Intrige zu spinnen. Alles riecht mir nach Umsturz. Unsere Aufgabe muss es sein, das Reich zu schützen und Melvas das Handwerk zu legen. Dazu lasst uns eine geheime Kampftruppe bilden, um im entscheidenden Moment zuzuschlagen. Seid ihr dabei? Doch das ist nicht unsere einzige Aufgabe. Denn ich bin mit dem Auftrag nach Kaltenberg gekommen, Verstärkung für König Lina zu rekrutieren. Du und ihr, euch kenne ich. Ihr seid die fähigsten Kämpfer hier. Macht euch auf den Weg, um König Lina zur Seite zu stehen. Viel Glück auf dem Weg! Und in den nächsten Tagen stießen immer mehr Menschen aller Stände zu uns. Und alle berichteten das Gleiche. Dass sie von einer Horde Kämpfern unter der Führung von Ritter Seifried überfallen und beraubt worden waren. Das Leid war groß. Doch der Wille, sich zur Wehr zu setzen, war umso größer. So hört mich an, ihr freien Bürgerinnen und Bürger. Überall ist das Böse auf dem Vormarsch. Wie ein Wurm nagt es an den Grundfesten unserer Freiheit. Wenn wir nichts unternehmen, wird unser Haus bald einstürzen und uns alle begraben. Wollen wir uns dagegen wehren? Gut, dieser nagende Wurm heißt Melvas. Überall lässt er Schrecken verbreiten und schiebt die Taten mir in die Schuhe. Schon scheint seine Saat aufzugehen. Im Moment ist es wenig aussichtsreich, direkt auf Kaltenberg zu ziehen. Wir hätten das halbe Volk gegen uns. Alle glauben, dass Melvas auf der Seite der Gerechtigkeit steht. Doch wir alle kennen nun die Wahrheit, oder nicht? Also müssen wir eine günstige Gelegenheit abwarten, um seine dunklen Pläne zu enthüllen. Und bis dahin gibt es viel zu tun. Denn wir müssen eine starke Armee werden. Seid ihr dabei? Gut, ich brauche Bogenschützen, Speerträger, Kämpfer, die mit Schild und Schwert umzugehen verstehen. Und natürlich geschickte Reiter. Gemeinsam sind wir. Gemeinsam sind wir. Gemeinsam sind wir. So kehrt noch einmal in eure Häuser zurück und holt eure Waffen. Und seid immer gewahr, der Feind lauert überall. Wir sehen uns am Drachenfelsen. Auf, es gilt keine Zeit zu verlieren. Ich will dabei herausfinden, wer von euch hier die Kunst des Reitens beherrscht. Lasst uns mit einer einfachen Übung beginnen. Greift diesen Speer im Galopp und versucht die Scheibe zu treffen. Wie ist dein Name? Kunst, mein Herr. Dann versucht euer Bestes.
Aber wollen wir doch mal schauen, ob der gute Kunst das Kunststück verlinkt und die Lanze ergreift. Informiert euch, der braucht eure Unterstützung. Folgt zu Kaltenberg, unterstützt den guten Kunst mit eurem Handgeklapper. Und es gelingt, das ist nochmal ein Applaus mehr. Da ist auch schon der nächste Kandidat. Uiuiui, er hat einen Humpen Bier und er trinkt auch noch danach. Ja, das ist der stets durstige Ritter Jakob. Er scheint das ein oder andere Dunkle schon intus zu haben. Oje, ich sehe schwarz. Na, trink noch mal, das gibt's doch nicht. Jetzt hör doch mal auf. Oh Gott, selbst im Galopp. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Applaus, Jubel! Ich bin beeindruckt. Will noch jemand sein Glück versuchen? In der Tat, wenn ihr nichts dagegen habt. Nun will es also Ritter Lux versuchen. Er hat ja schon gezeigt, dass er durchaus mit dem Schwert umzugehen versteht. Doch so ein Speer verlangt ganz andere Fähigkeiten. Jubelt, meine Kaltenberger Freunde! Jubelt! Diese Männer werden im Kampf gegen Melvas noch ganz wichtig werden. Davon bin ich überzeugt. Gebt ihnen Kraft, Kaltenberger, mit eurem Applaus! Seifried, um uns ein wenig der hohen Kunst des Reitens zu zeigen. Ich bin überzeugt davon, dass er uns auch die Kapriole zeigt. Oh, die Kapriole. Dieses Manöver ist auf dem Schlachtfeld nur den allerbesten Reitern vorbehalten und funktioniert folgendermaßen. Das Pferd springt auf der Stelle in die Höhe und verpasst den von hinten und von vorn angreifenden Gegner einen ordentlichen Pferdekuss gegen den Helm. Doch die Kapriole folgt später. Erst ist die hohe Reitkunst an der Reihe. Und wenn ich dann stille schweige und genieße.
mächtig Handgeklapper für den Herrn der Pferde. Hier ist Mario Luraschi. Applaus für Ritter Seifried und Mario Luraschi. Sich alle, die sich dem Widerstand angeschlossen, an diesem finsteren Ort, den Drachenfelsen, der seit jeher von den Menschen gemieden wurde, aber ideal war, um ein geheimes Lager zu errichten. Und alsbald stürzten sich alle Frauen und Männer in die neuen Aufgaben. Sie stärkten ihre Körper, verbesserten ihre Kampfstile, lernten neue Techniken und vertieften ihre Freundschaften, sodass nach kurzer Zeit eine durchaus schlagkräftige Truppe entstand. Schwertträger, Schwertkämpfer, Bogenschützen, Achtung! Ihr Bogenschützen, eure Feinde sind wie unzählige Adler, die sich mit großem Verderben auf ihre Opfer stürzen. Schnell wie der Wind und mit tödlichen Krallen versehen, das seid ihr. Zeigt euer Können. Sehr gut. Ihr Speerträger, eure Speere sind die Zähne des hungrigen Wolfes. Scheiß. Und gefährlich. Machtvoll können sie eure Gegner in Stücke reißen. Ihr seid das tödliche Rudel. Zeigt eure Kunst. Sehr gut. Ihr Schild- und Schwertkämpfer. Ihr seid der Dolch, welcher das gewaltige Meer zu bändigen vermag. Schon jeder einzelne von euch ist stark. Doch wenn ihr zusammensteht, seid ihr unüberwindbarer als der höchste Bergesrücken. Zeigt euer Können! Los!
habe viel von euch verlangt und noch mehr habt ihr gegeben. Ihr werdet in die Geschichte als die Retter von Kaltenberg eingehen. Ich habe euch gesagt, dass ihr stark seid und ihr habt euch euren Jubel wohl verdient. Euch kann der Welt zu Kaltenberg jubelt. Dort ist zwar schon recht fein, aber jetzt trainieren wir noch den Gleichgewichtssinn. Holt euch eure Humpen. Und es geht jetzt wie folgt. Nach dem langsamen Genuss eines Hundens und des feinen Biers muss der Genießer 10 Runden um sein Schwert drehen, um dann nachher diese Fahne hier in der Mitte der Arena zu pflücken. Wer dies als erster schafft, der ist der Sieger. Ja. Und jetzt genüsslich Prost und die Humpen geleert und Prost nach dem Volk zu. Und nun dreht die Runden mit euren Schwertern. Und 1, 2, 3, 4, 5, 7 und 10. Auf zur Fahne. Kommt, Sauwe. Ach, ist das gut. Ja, was ist denn das? Da ist das Bier zu stark. Ja, das gibt's da nicht. Ja, und na, das ist... Ja, jetzt komm her. Das ist der Beweis, dass ich die Erden dreht. Ich bin der Sieger, die Fahne ist mein. Freunde und Kampfgefährten, ihr habt soeben bewiesen, dass ihr bereit seid und nicht nur große Taten verbringen könnt, sondern auch an euren Waffen. Hart habt ihr alle trainiert. Und wer hart trainiert, darf auch hart feiern. Voilà, ihr habt es euch verdient. Jetzt zieht euch zurück und haltet euch bereit. Nun wollen wir sehen, ob auch die Reiter ihre Lektionen gelernt haben. Und da sind sie! Die Reiter für Kaltenberg! Jubel ihr zu! Sie werden euch nur ihre Reitkünste demonstrieren! Wollt ihr sie sehen? Hier ist die Kavallerie, die gegen Melbas in den Krieg ziehen wird, angeführt von Seinfried! Gebt ihnen Kraft mit eurem Jubel! Die
Freunde, ich sehe, dass wir nun bereit sind. Lasst uns in unser Lager ziehen. Dort wartet noch das ein oder andere Fläschchen auf euch. Folgt mir! Vorwärts! Während man im Lager der Aufständischen bis tief in die Nacht feierte und man sich gegenseitig seine Treue zu König Lienhard versicherte, fand vor den Toren von Kaltenberg eine Tragödie statt. Ritter Seifried, der Wegelagerer und Nichtsnutz, so hört man es allenthalben im Reich. Du ließest mir eine Nachricht zukommen, dich heute hier mit mir zu treffen. Hier bin ich und ich bin gespannt, die Wahrheit zu hören. Oder besser, wie deine Wahrheit lautet. Denn offenbar scheint es mehrere zu geben. Nun, liebste Apollonia, ich kann dich beruhigen. Es gibt nur eine Wahrheit, nämlich jene, welche dir zu Ohren gekommen ist. In der Tat finde ich nun große Freude daran, unnützes Menschenvolk leiden zu sehen. Ach ja, noch was, ich will dich nicht mehr. Der, nimm diesen Ring zurück. Welcher uns in der Verbundenheit zeigen sollte, ich bin deiner überdrüssig. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Und jetzt folgt mir nicht länger, du Schatten. Du niederträchtiger, kaltherziger Holz. Schnell und reite weit, denn sollten wir uns noch einmal treffen, wird ein Pfeil von meinem Bogen deine Begrüßung sein. Ja, erschreckt nicht, holde Prinzessin, ich bin es nur. Ich hörte euch rufen, was ist geschehen? Nichts, außer dass Ritter Seifried sich soeben von mir lossagte und unseren Ring mir hier vor die Füße warf. Oh, der Ring, oh Gott, ihr alte Dreck, wo ist der Ring, wo ist der Ring? Warum erregt ihr euch so? Nichts. Ich meinte nur, was wird euer Vater dazu sagen, wenn er heimkehrt und seine Tochter unbemannt vorfindet? Was kümmert's euch? Ich will nur helfen. Ich könnte vielleicht ein Turnier ausrichten, bei welchem die Edelsten des Reiches um eure Hand reiten. Ein Turnier um meine Hand? Ja. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, dass ihr meint, mich an irgendjemanden verschachern zu können? Ich sage ja nur, das wäre die Tradition. Und traditionell ist es nicht der Statthalter, welcher darüber befindet. Haben denn heute alle den Verstand verloren? Na, liebe Krankenberger, das nenne ich mal eine Prinzessin. Applaus für Sie! Und solange unser Herrscher gewählt solche Persönlichkeiten hervorbringt, braucht sich Kaltenberg vor nichts zu fürchten. Doch denke ich, dass das dem Statthalter nicht sonderlich schmecken wird, sich auf solche Art abservieren zu lassen. Und der Ring, wo ist der Ring? Und warum wachst ihr ihn in den Staub? Warum nicht? Dieser Ring hat mich 500 Taler gekostet. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr ihn nur zum Werfen braucht, hätte der letzte Tand gereicht. Jetzt helft mir suchen. Sicher nicht. Oh, da ist er. Mein Schatz. Mein Schatz. Ah. So hört mich an. Euer Wirken war bisher nicht übel, doch es reicht noch lange nicht. Ich habe einen Plan. Es wird ein Turnier geben. Zwar ist die Prinzessin noch unwillig, doch eine Weisung ihres Vaters, welche mich soeben erreicht, wird das richten. Seifried wird kommen, seine Geliebte zu retten. Wir greifen ihn. Das Volk wird seinen Tod fordern. Ich kann mich dem dummen Volke als ihren Retter präsentieren. Dann gewinne ich das Turnier und Apollonias Hand wird mein. Und deine Aufgabe ist, töte den König. Lass mich allein. Ich habe einen Traum.
eine wunderschöne Traum. Ich will euer König sein. Oh. Thank you.
bin ich doch, euer geliebter König. Warte, Apollonia, so bleib doch, so bleib doch. Ich will doch König sein anstelle des Königs. Ich will doch nur König sein. Der Wein zog Apollonia ziellos durch die Wälder vor Kartenberg. Mehrfach hatte sie mit ihrem Bogen auf einen Hirschen angelegt. Doch war sie so aufgebracht, dass sie jedes Mal das Ziel verfehlte. Als sie plötzlich Seifried gewahr wurde, der auf sie zuritt. Hatte sie ihm nicht deutlich zu verstehen gegeben, was er zu erwarten habe, sollte er sie ihr noch einmal nähern? Apollonia! Endlich finde ich dich, Geliebte. Zielst du mit Amors Pfeil auf mein Herz? Du wagst es. Waren meine Worte nicht klar genug? Verlasse Kaltenberg auf der Stelle, oder dieser Pfeil soll mein letztes Geschenk an dich sein. Welche Worte? Ich wechselte keine mit dir. Auch wenn ich mich seit Wochen danach verzehre, genau dies zu tun. So halte ein, ehe du mich aus diesem Leben schießt, und erzähle. Oh Gott, ich verstehe. So muss es gewesen sein. Mein falsches Ich hat dich besucht. Ach, und dieses falsche Ich will auch ein Turnier ausrichten, um mich zu verschachern? Ich werde dir gleich mein falsches Ich zeigen und dann gnade dir Gott. Hör mich ab, du bist einer Täuschung aufgesessen. Mich gibt es zweimal. Du bist doppelt? Zeig mir unseren Ring. Hier, und niemals wird er diesen Finger verlassen. Oh, welche Freude. Du bist es. Ja. Dann ist alles wahr? Meine Apollonia. Ah. Hey, Entschuldigung. Hey, das ist jetzt ganz schlechtes Timing. Wie warst du denn, Romedikus? Doch, ich war doch im Orient, gell? Es ist kleidsam. Doch wurscht, ein Trupp von Melvas Männern ist auf dem Weg nach Kartenberg. Und wir möchten sie gebührend empfangen. Mit Gemüse? Ich ließ die Nachricht streuen, dass einige Bürger Kartenbergs heimlich ihr Gold in einfachen Bauernkarren aus der Stadt bringen wollen. Und diesen Köder werden unsere habgierigen Gesellen nicht widerstehen, Kinder. Geliebte Apollonia, so lasst uns gehen. Spiele du bei Melvas nur weiter die Ahnungslose. Und was das Turnier angeht, sag ihm, was du einverstanden bist. Wieg ihn in Sicherheit. Wir werden kommen und Melvas Pläne zunichte machen. Und ich werde ein zweites Mal deine Hand und dein Herz erobern. Denn ich liebe dich. Ja, ja, jetzt schleicht's ruhig. So, da. Viel Glück, Melva. Bitte, Medikus, gell? Ja. Na, da hat sich unser Medikus ja etwas Feines einfallen lassen. Als Frauen getarnte Männer. Und es würde mich ehrlich wundern, wenn die Bauernkarren nur Bauernkarren wären. Doch das soll sich zeigen. Die Spannung steigt. Sie kommen! Sie kommen! Ist jeder auf seinen Posten? Geh! Geh, Salut! Gold und auf dem Zaun wird Männer. Oder ist die Enttäuschung perfekt?
Rückzug! Das ist eine Falle! So, schleicht euch! Das hat aber funktioniert! Hey, hopp mal zusammen! Jawohl! Jetzt gehen wir! Und so wie hier stellten sich überall im Land Seifrids tapfere Mitstreiter den Soldaten Melvas entgegen, sodass diese nicht schalten und walten konnten, wie es ihnen beliebte. Immerzu musste man mit Hinterhalten und Überfällen rechnen. Und im Volk fragte man sich, wer wohl der Kopf des Widerstandes sein möge. Und auch ihr, Kaltenberger Bürger, könnt Teil des Widerstandes sein. Wollt ihr das? Gut. Wie ihr alle wisst, ist Melvas nicht nur hinterhältig und böse, sondern vor allem eitel, wie ein Gockel. Und genau da können wir ihn packen. Wenn wir zur rechten Zeit den rechten Losungssatz auf ihn loslassen, dann wird sein Selbstbewusstsein zusammenschmuggeln wie ein Stück Speck in der Pfanne. Der Losungssatz, merkt ihn euch, heißt, du wirst niemals König sein. Und ihr alle müsst ihn zur richtigen Zeit brüllen. Also lasst es uns üben, in diesem Tempo. Du wirst niemals, hört doch erstmal zu. Nochmal. Du wirst niemals König sein. Okay? Alle zusammen. Ja, der Arm geht hoch. Ihr nehmt ganz tief Luft. Ihr braucht die Arme nicht hochzumachen. Das ist nur ein Zeichen von mir. Ja, also, aber sehr schön, sehr schön. Ihr passt auf. Also, mein Arm geht hoch. Ihr atmet tief ein. Ernst bleiben. Und du wirst niemals König sein. Ja, mit dem niemals haben wir uns noch schwer getan. Niemals. Nicht niemals. Okay? Okay, noch einmal. Und du wirst niemals König sein. Sehr gut, das funktioniert. Und jetzt passt auf, um Melvas noch mehr zu verunsichern, teilen wir den Satz auf. Ihr hier, in diesem Tortenstück, sage ich mal, vorwandelbar, seid für das Du verantwortlich. Also gebt mir ein kräftiges, schlagfertiges Du. Und oh, das war gut. Jetzt seid ihr dran, ihr seid das Wirst, nicht die Wurst, obwohl es hier um die Wurst geht. Ihr seid das Wirst, ein kräftiges, brutales Wirst und Io! Und ihr seid keine Nihilisten, ihr seid nur das Nie. Ein bösartiges Nie möchte ich von euch hören. Und gebet fein nach und holt tief Luft in die Lungen und Io! Weil der Herzog sucht den Superstar, werdet ihr ganz vorne mit dabei. Aber jetzt zeigt ihr mal, was ihr drauf habt. Ihr seid das Mahls. Also nicht die Mahlzeit, hier geht's nicht ums Essen. Achtung, gebt mir ein brutales Mahls. Und wow! Und ihr Wohlbedachten auf den teuren Plätzen, ihr seid König. Oder meinetwegen auch König. Oder Kini. Achtung, gebt's mir. Und ja, das kann man so machen. Kunst darf ja alles. Ne? Aber mir persönlich war das jetzt etwas zu, wie sage ich es nett, intellektuell. Nehmt euch mal ein Beispiel an den billigen Plätzen. Ne? Also das war jetzt nicht wertend gemeint. Also noch einmal. Pumpt die Luft in die Lungen und ein. So geht das. Das macht doch auch viel mehr Spaß. Und nun seid ihr an der Reihe. Ihr seid doppelt so viel. Ihr seid das Sein. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und auf mein Kommando. Sein! Wow! Ha, habt ihr das gehört? Und nun, alle nacheinander, ihr fangt an. Du wirst niemals König sein. Okay? Und ihr beginnt. Du wirst niemals
einschüchtern. Wollt ihr es noch einmal üben? Okay, noch einmal. Ein letztes Mal, dann sind wir bereit. Das ist unsere Geheimwaffe. Und... in dem Hirn und im Herzen. Und zur rechten Zeit werde ich euch erinnern und dann schlagen wir zu. Auf der Weise ist die Zeit nicht stehen geblieben und Boten sind in alle Winkel des Landes geritten, um die Kunde zu verbreiten, dass ein großes Turnier abgehalten werden soll. Und dass dem Sieger nicht weniger als die Hand der Prinzessin gilt. Es ist wahrlich nicht jeder gegen euch, der nicht für euch ist.
Doch bitte ich jeden, dem Ehre und Recht am Herzen liegen, sich mir auf der anderen Seite der Arena anzuschließen. Nun, Herr Ritter, endlich mal noch gleich Ihr Name. Rhododendron. Ah, Rhododendron. Entzückend. Nun, so möge der Bessere gewinnen. Das ist das außergewöhnlichste Turnier, welches ich je gesehen habe. Zwei Lager treten gegeneinander an. Und nur zwei der Reiter können die Hand der Prinzessin gewinnen. Melvas oder dieser Ritter Rhododendron, wer ist das überhaupt? Und wo ist Ritter Seyfried? Es kann doch nicht angehen, dass seine große Liebe an jemand anderen fällt. Zeit für mich, für Melvas, den Trächtigen. Oder seid ihr für Ritter Rhododendron, den Unbekannten? Ja, das glaube ich auch. Und lasst das Turnier beginnen, errichtet die Lisa endlich. Wir beginnen das Turnier mit den Paarungen, wie ich, Fortuna, sie bestimmt. Und zuerst reitet Ritter Oswald gegen Ritter Lux. Ritter Oswald vom Stamme. Oh, ein enger Vertrauter von Melvas und ein knallharter Kämpfer. Und obendrein nicht schlecht an der Lanze. Wohingegen Ritter Lux. Den kennen wir. Gebt mächtig Handgeklapper für Ritter Lux. Ja, kennt ihn an seinen guten Federn. Naja, wir durften ja schon Zeuge seines Könnens werden. Kaltenberger, seid ihr für Lux? Und so, geben Sie aufeinander zu. Vorwärts, Lux, auf! Eieiei! Erst verliert die Lanze, irgendwas scheint mit dem Steigbügel nicht richtig zu sein. Und dann stößt ihn auch noch. Das ist unfair, dieser Ritter Oswald. Das gibt's doch nicht. Boot ihn aus, Kaltenberger. Aber Ritter Lux lässt sich eine neue Lanze reichen. Ja, das ist wahrer Rittersgeist. Zeig's ihm. Vorwärts. Dieser Punkt, darin sich erwähnt hat, Lux. Und damit steht es 1:0 für Ritter Rhododendron. Ja, applaudiert für ihn. Ritter Lux, aber wer ist nun der nächste Gegner? Oh, so wie ich es sehe, ist es Ritter Zacharas. Ein jähzorniges und ungemütliches Gegenüber. Einen großen Bogen kann man um ihn machen, mehr nicht. Denn leider ist das hier nicht möglich. Vorwärts, Lux! Pack ihn dir! Aber was ist das? Zacharas verweigert, bleibt stehen! Hat er sein Pferd nicht unter Kontrolle? Und der Lux reitet auf die Startposition. Aber was ist das? Zacharas verfolgt ihn und schlägt ihn vom Boss. Und da ist Jakob und zeigt es Zacharas. Gut gemacht, Jakob. Aber es war vollkommen unfair, von hinten anzukommen. Voll Schande. Das ist gegen alle Turnierregeln. Jakob reitet zu Lux und erkundigt sich, ob es ihm gut geht. An den Kampfplatz. Ja, Ritter Lux. Räumt den Kampfplatz und macht Platz für die edlen Herren Ruprecht und Willibald. Nun ist also Ritter Ruprecht für die gute Sache an der Reihe. Ritter Ruprecht, ein guter Freund von Ritter Seyfried. Ach, zu schade, dass Ritter Seyfried nicht erschienen ist. Ja,
reitet also gegen den wilden Wildwald, ein Kampfgefährt Oswalds, und dann mit einer von Melbas Männern. Vorwärts, Ritter Ruprecht, zeig's ihm! Ja, die ganze Mann ist in Ordnung. Gib's ihm! Oh nein! Das war leider nichts. Ritter Ruprecht ist hart getroffen und stürzt. Nein, er bleibt am Steinhügel hängen. Aber dieser Punkt geht eindeutig an Wilwald. Das Lager von Melvas geht in Führung mit 2-1. Oh, und jetzt dürfen wir uns als nächste Paarung auf Zacharas, den wir ja schon kennen, und den flinken Jakob freuen. Na, die beiden hatten hier schon eben ein kleines Aufeinandertreffen. Ja, hier ist Jakob! Und sein Gegner ganz in Blau. Der fiese, heimtückische Zacharas zeigt ihm, was ihr von ihm haltet. Hut ihn aus! Vorwärts, Jakob! Und schon stürmen sie aufeinander los und beide scheinen getroffen zu haben. Doch beide bleiben im Sattel. Ohne lange zu zögern, fordert die Neulanzen, um sich erneut einander zu stellen. Und wieder galoppieren sie aufeinander los. Und geben sich gegenseitig auf den Sattel, das gibt es doch nicht. So dass die Arena unter dem harten Aufschlag von gleich 2 Rittern erbebt. Aber wie ich höre, soll auch dieser Lanzengang dem Lager von Melvas als Sieg zugesprochen werden. Anscheinend hat Jakob als erster den Boden berührt, eine merkwürdige Regelauslegung. Aber jetzt, liebes Publikum, kommt es zu einer Premiere. Helena und Veronika, 2 Frauen werden an die Wiese gerufen. Helena mit dem blonden Haar, Freifrau zu Frankenstein. Er jubelt ihr zu, das ist Helena. Und in Rot ihre Gegnerin Veronika aus dem Lager von Melvas. Vorwärts, Helena! Zeig's ihr! Für die gute Sache. Hier ist Helena, Freifrau von Falkenstein. Und sie reitet zu ihrer Gegnerin, um ihr auf ritterliche Art die Hand zu schütteln. Aber diese reißen sie vom Sattel, das gibt's doch nicht. Also das Melvas Männer und Frauen sind sowas von heimtückisch. Das lässt sich Helena nicht bieten, sie fordert ein Schwert. Und wenn der Waffengang nicht mit der Lanze beendet wird, dann mit dem Schwert jubelt für Helena! Nicht schlecht, Helena. Wie gefällt euch das? Vorsicht, Helena! Ja, hier ist das. Und das tut weh. Ja! Aber da kommt schnell was. Lass meine Ritterin in Ruhe und stell dich meinen Männern! Halt! Welch unwürdige, feige Tat ist dies?
Drei Ritter gegen ein Wald? Wenn ihr euch schon alleine nicht traut, so kämpft gegen mich. Ja, das nenne ich Mut. Auch somit wird der Sieg von Helena nicht gewertet. Und es bleibt bei der hohen Führung von Melvas Rittern. Und Ritter Pessold, Gilt und Willibald. Dieses Dreigestirn der Unfairness gegen Ritter Rhododendron. Feuert ihn an! Zeig's ihnen, Rhododendron! Ja, und da waren es nur noch zwei! Rhododendron, ein mir vollkommen unbekannter Ritter. Aber jubelt ihm zu, gebt ihm Kraft, denn er muss schon zum zweiten Mal ran. Rhododendron, in dem zweiten Just gegen Ritter Gilt. Ritter Gilt wird durch den Staub der Arena geschleift. Ei, das tut weh, das sieht schlecht aus. Ei, ei, ei. Aber dieser Lanzengang ging an Rhododendron. Und damit ging es 3-2. Aber der nächste Gegner macht sich bereit. Es ist Ritter Pessold. Ebenfalls ein finsterer Geselle. Ihr könnt ihm ruhig zeigen, was ihr von ihm haltet. Tut euch keine Sorgen an, ruft ihn aus. Ritter Rhododendron! Seht jenen dort. Nach der Krone will er greifen. Meinen Ruf wollte er zerstören. Und mich aus dem Herzen meiner geliebten Apollonia reißen. Apollonia, ich habe dir ja versprochen, dass ich noch einmal für dich reiten werde. Aber was ist das? Schaut auf die Königsloge. Da ist der falsche Seyfried und er hat einen Bogen und... Oh. Er trifft unseren Seyfried ins Herz, wie mir scheint. Das war ein Mord zu viel. Oh, wenn ich hinter Ende getan. Aber Apollonia hat mich auf den Mörder gestürzt und verwickelt sie in einen heftigen Schwertkampf. Unbändig ist die Kraft der Liebe. Und wenn sie erst einmal entfesselt, ist es schwer, sich gegen ihre Macht zu wehren.
stürmen die Arena, um Melvas Flug am Ende zu bereiten. Seifried liegt immer noch am Boden. Aber noch ist nichts gewonnen, denn auch der Statthalter hat noch viele Getreue an seiner Seite. Wenn er helft mir, kommt zu mir! Vernichtet dieses unwürdige Pack! Vorwärts! Doch seht, Seifrieds Männer sind mit Bögen bewaffnet. Sein Pfeilweg geht auf Melvas Männer nieder. Seine zweite Salve folgt. Seht, da wird ein Seil gespannt. Scheint seine Falle. Und Sassenträger greifen Melvas Männer von hinten an. Sie sind eingekesselt. Und die ersten Männer von Melvas gehen ins Netz wie Fische. Und nun bauen sich die Schildträger von ihren gefangenen Fischen auf. Dem können Melvas Männer nicht widerstehen. Aber sie machen sich gegen den Schildermann auf, um ihn zu brechen. Die Speerträger kommen ihren Freunden zu Hilfe. Angreifer und Verteidiger drehen sich wie das Auge eines Zyklopen im Wind. Seht, Seifrieds Männer mit Feuerbällen. Zwei. Melvas Männer ziehen sich zurück. Aus dem Rückzug wird eine Flucht. Ja, sie rennen davon. Der Sieg scheint auf der Seite von Seifried zu sein. Aber ein teuer erkaufter Sieg. Denn Seifried liegt noch immer regungslos am Boden. Die Wirken Seifrieds wollen nun Feuerpfeile auf das Tor schießen. Aber angeführt von Melvas sprengen unsere engsten Vertrauten in die Arena. Reiten sie nieder! Doch fegen durch die Reihen der Königstreuen. Aufstellung! Zur Seite! Vorwärts, Männer! Und gnadenlos werden die Fußtruppen zur Seite gedrängt. Soldaten angetreten, aufgestellt! Und da sind auch Melvas Soldaten zurück, die sich nun den Königstreuen gegenüberstellen. Attacke! Und jetzt gilt es Mann gegen Mann. Den Königstreuen, der Kopf, die Führung, Seifried noch immer am Boden. Aber was ist das? Apollonia, samt dem Medikus, finden Sie, tragen Sie eine Kiste. Was haben Sie vor? Sagt ihrem Glück. Doch was ist das? Ritter Seifried, er steht, Apollonia eilt zu ihm. Jubelt, jubelt Kaltenberger für Ritter Seifried! Apollonia, jetzt ist der Moment gekommen, dir meine Liebe zu beweisen. Hört Melvas,
Noch ist das Turnier nicht beendet. Es ist noch ein Fuß zu reiten. Bist du der Feigling, den ich in dir sehe? Oder hast du den Mut, ehrlich um die Hand der Prinzessin zu reiten? Nun, zwar hat sie der Hochzeit schon zugestimmt, doch ich bin eine ehrliche Haut. So lasset uns nach den Regeln dieses Turnier beenden. Errichtet noch einmal die Lyce. Und so könnte dieser Tag doch noch eine gute Wendung nehmen. Aber unser Held ist schwer getroffen. Mel war dagegen frisch und unverletzt. Kattenberger, erinnert euch an unseren Losungssatz. Du wirst niemals König sein. Ich zähle bis drei. Und wo das vier wäre, kommt das Du. Und lass diesen Satz ertönen. Eins, zwei, drei. Verwirrt noch einmal und los! Sehr gut! Ich werde euer König, ob es euch passt oder nicht! Jubel für Seifried, obwohl er schwer verletzt ist, stellt er sich seinem Gegner! Jubel! Ja, Jude, aber wer zuletzt lacht, das bin ich. Ich, euer Melvas. Jetzt gilt es, Ritter Seifried. Beide, so scheint es mir, haben getroffen. Aber beide halten es gesagt. Drei Lanzen werden gereicht. Kann sich Seifried im Sattel halten? Ja, er greift die Lanze und galoppiert los. Und dann, habt ihr das gesehen? Melvas hat nach dem Kopf gezählt. Das ist absolut verboten. Boom, wieder aus! Aber sein Ziel lässt sich erneut eine Lanze reichen. Zeig sie ihm! Für Kattenberg! Immer noch steht es unentschieden. Kann Seifried in seinem Zustand überhaupt noch sich im Sattel halten? Doch hört, die Fanfare des Königs! Und keinen Augenblick zu früh, des Königs reitender Bote. Volk zu Kaltenberg! Ich überbringe eine Nachricht König Lienhardt. Siegreich war seine Majestät und befreit sind unsere Freunde. In Kürze wird er und seine heldenhafte Armee vor den Toren der Stadt zurückerwartet. Was? Der König? Zurück, toter Teufel! Niemals gebe ich mich geschlagen! Nehmt das! Habt ihr das gesehen? Voll Schatten über dich, Melvas! Mir doch egal, was ihr denkt. Zunächst will ich nun eine Prinzessin, die ich geliebt. Stehlen! Komm her, du Bürschchen! Ja. Bobby, der arme Seifried schwer verletzt und auf sich allein gestellt. Seht mich an! Das passiert jedem, der sich gegen mich stellt. Weg mit der Lyce und Waffen her! Seifried kniet. Aber noch einmal richtet er sich auf, nimmt Schild und die doppelte Streitaxt entgegen von seinen Freunden. Elend reicht er noch einmal die Hand. Für
Ich werde siegen, du Häpfling. Für Melvas. So jubel doch. Nein, eben nicht. Wir kalten Berg! Ja. Bilde deinen Kreis, Männer! Die Freude trieben. Und wenn alsbald der Wein und das Bier in Strömen fließen, will ich hören, was alles geschehe. Folgt mir! Halle des Königs, um diesen denkwürdigen Tag zu feiern. Elvas war besiegt. Apollonia, nicht zuletzt Apollonia, hatte den Kampf zu guter Letzt entschieden. Die Macht der Liebe
Sache triumphiert. Und so düster wie dieser Tag begonnen hatte, so leuchtend sollte er brennen. Jubel! Das war unsere diesjährige Show, unser diesjähriges Spektakel. Der Verrat des doppelten Ritters. Hat es euch gefallen? Dann sage ich Simsalabim, Tor auf! Und hier kommt das Landvolk. Eben mächtig angeklappert für Amici Falcones. Das Marktvolk von Espern. Sehr zahlreich heute jubelt. Hier sind die Landsknechte Wasserburg. Die historische Bürgergilde Augsburg. Jubel für Rosa and Farrow. Und die Marke Wender. Und so kann man unsere Kämpfer in Anfang machen, die übellaunigen, übelriechenden ersten Münchner Barbaren. Ihnen folgen Koroch, Kiuach. Hier sind Ambisari. Gefolgt von CC Arts. Und hier jetzt kommen die berühmten Blechdosen, die rostigen Blechbüchsen von Kaltenberg. Schwärzer als ihre Rüstungen sind nur ihre Seelen. Hier sind die schwarzen Ritter zu Kaltenberg. Und ihnen folgen die Edlen, die Hausherren. Hier sind die bayerischen Ritter zu Kaltenberg. Und nun geben mächtig Handgeklapper. Zum ersten Mal in einer Hauptrolle auf der Bühne als Prinzessin Apollonia. Hier ist Marie Weinberger von den Barbaren. Hier folgt der Medikus. Komm her, Florian Pelz, auf dem Baum. Ein schwarzer Ritter.